Love for the ball feeling. Couple minutes to the end, it's the real dealing. Yeah. Wunderschön, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind wieder zurück in Köln, in unserer ehemaligen Heimat. Wir fühlen uns so wohl. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Also wir fühlen uns wirklich wohl in Köln. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist 10 Uhr morgens und wir haben einen Termin, beziehungsweise sind schon ein bisschen drüber hinaus. Du hast einen Termin. Chivo-Style. Ich habe einen Termin, und zwar geht es um Le Tiger. Es wird heute weiter tätowiert und wir sind jetzt kurz davor. Cologne Inc. ist quasi auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir waren hier gerade noch beim Laden und haben ein bisschen Frühstück geholt. Schaut mal, was Baby gefunden hat. Ein lecker Ingwer-Shot. Genauso wie ein Bamba. Ich weiß doch, was mein Schatz mag. Ein paar Bananen, ein paar Nüsse. Und da zimmern wir uns jetzt rein und dann geht's direkt zu der schmerzlichen Tortur. Schaffst du, Johnny? Ich glaube nicht. Tiger, Tiger! Love for the ball feeling. Couple minutes to the end, it's the real dealing. Yeah. Love for the game killing. Hey, I'm the man, 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 and I ain't. So, wir sind jetzt wieder bei Dan und schaut euch mal Dans neues Tattoo an. Das sieht ja mega fresh aus. Boah, Dan, jetzt muss ich mir aber echt überlegen, ob ich mir auf den Hals hoch tätowiere. Aber Dan hat gerade erzählt, dass es sehr schmerzhaft ist, oder? Ja. Der Heilungsprozess. Währenddessen alles so schlimm. Aber sieht fresh aus. Sieht mega fresh aus. Also, falls euch das gefällt, einmal in die Kommentare, Freunde. Und ein Like bitte da lassen. Ne? Ja, und ihr müsst mal gucken, Dan hat in letzter Zeit richtig viele krasse Sachen gestochen. Und natürlich auch in der Beschreibung Instagram verlinkt. Und heute ist der Tiger dran. Heute machen wir Struktur, hat er gesagt. Das heißt, viele Details, Nase, Seite. Ich freue mich gar nicht auf diese Schmerzen. Null. Das Lustige, so viele Leute denken ja immer, der ist schon fertig. Aber ist ja noch gar nicht. Ist. Ne? Aber du sagst noch zwei Sessions? Ich hoffe zwei. Oh, mal gucken, wie lange wir heute machen. Oh, ich muss durchhalten, Mann. Gib mir einen Daumen hoch für extra viel Kraft. Boah, war der schlecht. Ich bin gespannt, ob du den Schmerz aushältst. Der Ingwer-Shot ist geil. Ja, neu bei Lidl, Freunde. Direkt noch ein Placement versteckt. Bereit? Nö, aber let's go. Love for the ball feeling. Couple minutes to the end, it's the real dealing. Yeah. Love for the game killing. Hey, I'm the man, man, man. Yeah. Man, man, man. Excuse the memo, think you missed the point. Too much misunderstanding, that's on the latest joint. I pull up skirt every time I knock them out like Floyd. It's been a long time coming, I'm the people's choice. Plus I'm speeding like a Rari, ain't nobody stop me. The competition big in here, say that's worth the Cardi. They used to sleep in. Liebe Leute. Good morning! Next day! Der nächste Tag ist angebrochen. Gestern Abend war wirklich für uns beide zerstörerisch. Natürlich ja. Baby, schwanger, wieder so Brennbauch, alles crampy, ja, mampy. Ich musste den ganzen Tag da im Tattoo-Studio sitzen. Ich hatte so Rückenschmerzen. Ich konnte mich zwischenzeitlich mal hinlegen, was ganz geil war. Aber ich glaube, du warst auch gut fertig mit deinem Tiger nach 6,5 Stunden. Ungefähr 6,5 Stunden tätowiert gestern. Auf den ersten Blick tatsächlich wirkt es vielleicht gar nicht so groß, die Veränderung. Dennoch muss ich sagen, wurde so viel Detail reingebracht, wenn ihr mal hier diese Seite schaut. So sah es in etwa vorher aus. Es waren sehr viele große weiße Lücken oder hier auch diese. Die Nase war ja auch frei. Genau, hier war halt so ein Riesenloch noch drin. Ne? Und diese großen schwarzen Flächen, die waren alle nur so anschattiert. Und also das ist halt alles noch nicht wirklich fertig. Und hier seht ihr jetzt schon, dass hier richtig so eine Schraffur, dieses Fell. Prince Harry. Prince Harry ist jetzt hier drin. Mein kleiner, haariger Bauch. Ja, ist ganz cool. Wenn man schon keine Brusthaare hat, dann lässt man sich welche tätowieren. Wird richtig geil aussehen. Hier ist noch nicht alles ganz fertig, aber wir mussten leider abbrechen. Ich konnte nicht mehr. Dieses Weiß, was wir als Highlight hinzugefügt haben, hat mich komplett gekillt nach 6,5 Stunden. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, seid ihr tätowiert? Und wenn ja, wie lang war eure längste Sitzung? Also ich muss sagen, ich habe ja den Affen und ich bin da schon gestorben. Das waren 4 Stunden bei dir, ne? Ja, okay. So 3-4 Stunden und das war schon ciao. Ja, also das waren jetzt gestern 6,5 Stunden, war aber auch mit meine kürzeste Sitzung. Aber die sind immer so um und bei. So, bei Dan auf jeden Fall müssen wir uns beeilen, Schatz. Ja? Okay. Wir sind jetzt verabredet mit Freunden zum Frühstück und wir müssen noch diese schönen Teile, die wir jeden Tag jetzt anziehen, noch an meine Beinchen bringen. Neue Daily Routine. Muss mal kurz den Globus zur Seite schieben hier. Love for the ball feeling. A couple minutes to the end, it's the real dealing. Yeah. Love for the game killing. Hey, I'm the man, 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 and I ain't kneeling. Yeah. Love for the ball feeling. Yeah, we got it. Sexy Straps angelegt. So, deswegen, let's fetch, baby.
Okay, schnell Sachen packen, natürlich auch noch nicht gemacht. Und auf zum Essen. Ganz zufällig haben wir hier Carmen und Niklas getroffen. Und auch super lustig, dass wir genau dasselbe bestellt haben. Die Mädels bestellen dasselbe. Also ich habe mich aber an Carmen orientiert. Ach so, du, weil das wir was sah mal so. Wir haben euch geinfluenzt. Tja. Ich glaube, ich bin gegen Haselnüsse allergisch. Das könnte ein Problem sein. Gibt's die mal ernst? Ja, ja. Sie ist auch nussallergisch. Ich bin auch nussallergisch. Aber echt? Ich habe meine Spritze dabei. Aber geil, auch ich glaube, ich bin gegen Haselnüsse allergisch. Ich bin mir da echt nicht so sicher, aber wir werden es gleich sehen. Falls das Video hier aufhört, wisst ihr Bescheid. Ja. Sabine muss pissen, deswegen hatte. Wir waren gerade richtig lecker im Café Saurus, heißt der Laden, glaube ich. Das erste Mal Friesenplatz 1. Ist jetzt keine Werbung, aber können wir nur empfehlen, wenn man mal in Köln ist, weil sonst wird ja immer Café Buhr so zu Todes gehypt. Ja. Kannte ich gar nicht, den Laden. Ich kenne auch Café Buhr nicht. Super lecker. Super, super lecker. Wir waren mit Carmen und Niklas schön frühstücken. Also nicht frühstücken, wir haben jetzt 3 Stunden saßen wir mit denen und haben gelabert. Das hat sich so krass in die Länge gezogen, aber wir haben uns so lange nicht gesehen und ne, Babybauch. Und so viele alle News, wollen mal gucken, Verlobung. Bei denen geht ja auch so viel ab. Die liebe Carmen hat übrigens eins meiner Lieblings-Insta-Profile. Deswegen einmal unten verlinkt, checkt sie sehr gerne mal ab, weil ich finde ihre Bilder echt sick. So, wir waren gerade auf Island, eines unserer Lieblings-Traumziele, wo wir halt noch nicht waren. Aber das wir werden wir auch einfach noch ein After-Wedding-Shooting dort in Island gemacht. Mega schön. Wie wirklich krank schön. Ist das bitte? Wie heftig? Jetzt mal noch ganz kurz zurück zum Café. Café Saurus. Ich habe es zuerst gar nicht gecheckt, aber Saurus wie Dinosaurier. Und dann saß ich da in dem Laden und sehe auf einmal überall so kleine Dinosaurier. Ja, und ich bin einfach dieser Über-Dino-Freak früher gewesen. Ich derbe gefeiert. Ja, lecker Kaffee. Hafer, Cappuccino und so weiter und so fort. War sehr gut. Jedenfalls werden wir dann gleich schon wieder zurückfahren nach Hamburg. Nach Hamburg. Denn morgen habe ich einen Termin beim Gynäkologen. Es wird der. Sehen wir das Baby wieder? Ja, ich hoffe doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Screening haben, aber ich glaube, die gucken immer kurz mit dem Ultraschall. Aber auf jeden Fall wird der Schwangerschaftsdiabetestest bei mir gemacht. Oh, okay. Das heißt, ich darf da morgen früh nichts essen, nichts trinken, nüchtern erscheinen. Oh, das ist gefährlich, Alter. Gefährlich, aber deswegen haben wir den Termin auch schon um 8 Uhr morgens gemacht. Und um 9 Uhr ist Game Over. Hoffentlich zapfen die schnell das Blut ab und dann alles fertig machen. Ich werde auf jeden Fall so ein paar Bananen oder Früchte mitnehmen, dass ich direkt nach der Blutabnahme dann direkt was futtern kann. Schaffst du, Baby. Und dann geht es übermorgen auch schon nach Belinsky, ne? On the road again. Deswegen lass jetzt schnell einmal Hallo sagen, Robski, Falco und dann ab nach Hamburg, würde ich sagen. Okay, Dösi. Alles klar, liebe Leute. Bis gleich. Wunderschönen guten Morgen. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Mittwoch. Mittwoch. So, den gestrigen Tag, wie ihr gesehen habt, haben wir ja mehr oder weniger einfach genutzt, einfach mal um ein paar Leute zu treffen, Spaß zu haben, ein bisschen zu schnecken und dann sind wir abends nach Hause gefahren und haben eigentlich den Abend vor der Flimmelkiste verbracht und ein bisschen unsere Serie zu Ende geguckt. Und heute geht es natürlich fleißig weiter. Wir haben es ja schon im Video erwähnt. Du hast jetzt einen ganz besonderen Termin. Ja, ich mache den Schwangerschaftsdiabetes-Test. Ganz viele Schwangere leiden unter Diabetes. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr betroffen seid. Das heißt für mich, ich habe gestern um 12 Uhr, also Mitternacht, das letzte Mal getrunken. Dementsprechend habe ich ein dezentes Pappmaul, bin hungrig und ich freue mich. Wir haben schon Bananen am Start, wir haben Wasser am Start. Sobald sie mir jetzt Blut abnehmen, das Erste, was ich tue, ist das Trinken. So, wir sind auf jeden Fall pünktlich, was schon mal sehr gut ist. Es ist kurz vor 8 und jetzt heißt es für uns... Parkschein holen! Love for the ball feeling, a couple minutes to the end, it's the real dealing, yeah. Love for the game killing, ay, I'm the man, and I ain't kneeling, yeah. We are back in the crack, nach 5 Stunden Aufenthalt beim Frauenarzt. Ich dachte so auf easy peasy, nehmen die mir Blut ab und machen diesen Diabetes-Schwangerschaftstest. Nein, Pustekuchen. 3 Mal musste Blut abgenommen werden, hier. Hier tut schon richtig weh. Und dann durfte ich die ganze Zeit nicht essen, nichts trinken. Nach der ersten Abnahme. Ihr wisst, was das bedeutet. Nee, ging eigentlich. Ich hatte gar nicht so Hunger. Ich war nur mega schwach. Nach der ersten Blutabnahme habe ich danach so ein Getränk gekriegt. Musste das trinken. Dann mussten wir wieder 1 Stunde warten. Und danach zum Schluss wieder 1 Stunde warten. Und ich durfte nicht einmal raus und mich bewegen, weil wir wollten ein bisschen spazieren gehen, weil wir so todesmüde waren. Aber es ist wohl nicht gut, wenn das Zucker, also allgemein, wenn das verteilt wird im Körper. Deswegen soll man ruhig im Wartezimmer sitzen bleiben. Also die erste Stunde ist eigentlich recht schnell vorbeigegangen, weil wir den Ultraschalltermin nochmal hatten.
und unsere kleine Prinzessin gesehen haben. Alles gut. Alle Tests, die heute durchgeführt wurden, sind sehr, sehr positiv aufgefallen. Der aufgefallen, Maus geht's ausgefallen. Gut. Maus geht's richtig gut. 31 cm groß und wiegt 672 Gramm, korrekt? Genau. Und wir haben uns nochmal vergewissert, ob es wirklich eine Mauseline ist. Ja, wir haben ihre Schamlippen gesehen. Und eigentlich wollte ich noch ein Rezept vom Arzt, aber dadurch, dass sie dann irgendwie Computerausfall hatten. Ganzes System wurde runtergefahren irgendwie. Und ich einfach so hungrig war, dachten wir, egal, wir fahren gleich nochmal hin. Mir wurde Akupunktur verschrieben. Ich habe den Arzt nämlich gefragt, weil ich habe halt extreme Rückenschmerzen. Beziehungsweise ich habe ja hier so Stechen und hier Stechen und ich glaube, da ist irgendein Nerv eingeklemmt, I don't know. Die Arbeitskollegin von meiner Mama, die hat Akupunktur verschrieben bekommen und es soll wohl richtig gut sein. Auch Schwangerschaftsmassagen sollen richtig gut sein. Deswegen, falls ihr, also alle Schwangeren und alle Mudis da draußen, falls ihr Erfahrungen damit gemacht habt, schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, was könnt ihr empfehlen, was ist gut gegen Rückenschmerzen. EG zum Beispiel meinte ja letztens. Das ist ein Gurt, ne? Es gibt so einen Gurt, der deinen Bauch auch noch hält. Aber viele Zuschauerinnen, weil ich habe das schon mal auf Insta-Story thematisiert, haben gesagt, das ist eigentlich eher für, damit der Bauch nicht so runterrutscht und eher für das Becken irgendwie, anstatt für den Rücken. Aber es gibt auch richtig viele, die geschrieben haben, die tragen das schon seit der 13. Woche und sowas. Echt? Ja, ja. Soll entlasten? Ich auch dachte, genau. Man spürt halt nicht mehr das Gewicht vom Bauch, obwohl ich spüre gar nicht, dass der Bauch so schwer ist bei mir. Ich habe einfach nur dermaßen Rückenschmerzen. Das sind solche Schmerzen, als würde mir jemand ein Messer in den Rücken rammen. Und dann muss ich nicht mich so hinlegen, geil. 10 Minuten abwarten, dann geht's auch wieder. Das Schöne ist, alles gut. Ja, alles ist gut. Wir Baby ist richtig fit und wir munter. Haben die Maus super wieder gesehen. Ah, und sie liegt, wurde heute festgestellt. Liegt so auf quer. Genau, also hier ist der Kopf, dann geht hier der Rücken und hier sind die Füße und die Beinchen. Das sah gerade ein bisschen übertrieben aus. Hier ist ein kleines Mäuschen, eingerollt liegt sie hier. Kopfüber wie eine Fledermaus. Das wird jetzt auch alles immer intensiver. Und liebe Leute, bevor wir das Video jetzt hier beenden, wir haben hier ein Paket bekommen mit scheinbar unserem ersten sehr interessanten Spielzeug drin. Do it yourself hat jemand für uns gemacht. Im nächsten Video werden wir das direkt mit euch gemeinsam aufbauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr abonnieren, werdet ein Teil von Team Chibo. Verpasst nichts mehr. Ja. Oh, sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Stay positive immer und Tschüssikowski.